ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Tabata Meets Cardio. Wir haben heute viel vor. Wir wollen viele Schritte machen, Energie verbrauchen, Fette verbrennen, unser Herz-Kreislauf-System stärken und Muskeln trainieren. Wir werden nämlich immer 2 Minuten lang eine Ausdauereinheit haben und dann kommt ein Tabata-Teil. Das heißt, eine bestimmte Übung oder Bewegung und die immer 8-mal. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Mach einfach mit. Und natürlich immer so, wie du dich wohlfühlst. Pausen sind erlaubt und du kannst den einen oder anderen Schritt, falls ich mal springe, auch variieren und abwandeln. Ich zeige dir das. Also richte dich auf, Brustbein anheben, Musik an. Wir wärmen uns natürlich zuerst etwas auf und dazu rollst du deine Füße am Platz ab und zwar richtig von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz locker. Immer wieder an deine Aufrichtung denken. Fußgelenke jetzt erst bewegen. Lass die Arme locker mitgehen. Immer noch. Vier noch und mal doppelt, langsam, rechts, links, rechts, links. Und dann ziehst du deine Knie höher, schau mal, im Wechsel einfach die Knie hoch. So mobilisierst du nämlich wunderbar deine Hüftgelenke. Nimm den gegenüberliegenden Ellbogen gleich mal Richtung Knie. Hoch. Deine Wirbelsäule mit bewegen. Das ist auch Gehirntraining. Rechte und linke Körperhälfte verknüpfen. Klatsch mit deiner Hand auf den Oberschenkel. Dreh deine Brustwirbelsäule. Und dann nimmst du die Hand mal zum Fuß, kannst deine Hüftgelenke noch mehr bewegen, mobilisieren. Letzten. Und marschiere. Locker. Arme mitnehmen, als wolltest du walken. Und immer schön leise gehen, wenn du läufst oder springst. Leise laufen oder springen. Okay, locker lassen, auslockern. Bist du bereit? Dann würde ich sagen, legen wir nämlich gleich los mit dem ersten Teil unseres Cardio-Teils. Ich mache uns den Piepser an. 2 Minuten gehen oder laufen. Jawohl, ganz locker, Füße leise abrollen. Wenn du möchtest, gehst du einfach zwischendurch. Schau mal, was ich mache. Doppelt, kleine Variante. Nochmal schneller. Doppelt. Gut. Schneller. Hin her. Doppelt. Schneller. Doppelt. Schnell.
Doppelt. Ah, super, schnell. Doppelt. Nochmal, schnell. Doppelt. Wir verkürzen nochmal. Zwei schnell, doppelt, schnell, doppelt. Immer weiter. Immer weiter, genau so. Hin, her, hin, hin, her, hin. Nochmal. Die letzten Sekunden von unserer Ausdauereinheit. Mach nur weiter. Okay. Unser erster Tabata-Teil. 20 Sekunden. Trippeln. Da darfst du alles geben. Wirklich richtig alles aus dir rausholen. Das werden wir jetzt 8-mal machen mit 10 Sekunden Pause. Wir zählen die Runden mit. Zweite Runde. Okay, trippeln. Tempo, Tempo. Noch mehr, noch mehr. Komm, komm. Zehn Sekunden als bewegte Pause nutzen, nicht stehen bleiben. Nummer 3. Schneller. Pause. Nummer 4. Komm, 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 komm. Gleich kommt Nummer 5. Und los geht's. 20 Sekunden. Den Körper auspowern. Drei noch, oder? Los geht's. Komm, geht noch, ich glaube, 2 sind's noch. Los geht's. Jetzt versuch wirklich nochmal alles zu geben. Okay. Und dann noch ein letztes Mal. Letzte Chance. Komm. Okay. Kurze Pause. Was kommt dann? Genau, nächsten 2 Minuten. Okay. Nächsten 2 Minuten sind Knie hoch, entweder so
Oder vielleicht möchtest du auch ein bisschen abfedern. Rechts, links, rechts. Leise. Oder gehen. Also ohne Sprung. Mach mal doppelt mit links. Doppelt rechts. Doppelt links und rechts. Nochmal einzeln. Vier. Doppelt. Doppelt. Einzeln. Doppelt. Einzeln. Doppelt. Einzeln. Gut. Doppelt. Und das Ganze nochmal. Einzeln. Doppelt jetzt. Einzeln. Doppelt. Einzeln. Doppelt. Gut. Einzeln. Doppelt. Nochmal. Doppelt. Doppelt. Zehn Sekunden noch. Alles gut? Okay. Tabata, bereit? Squat. Oberschenkel parallel zueinander. Po anspannen. Oberschenkel gern bis in die Waagrechte. Kraftbeine. Pause, 10 Sekunden. Knackiger Po. Bereit? Los geht's. Und du kannst auch so schnell wie möglich, trotzdem mit einer sauberen Ausführung, nach unten gehen. Lockern. Lockern. Geht? Wenn deine Muskeln brennen, trainierst du. Okay? Komm, komm, komm. Lockern, nicht stehen bleiben, bisschen weiter gehen. Okay. Hast du mitgezählt? Achtmal. Wir schauen mal auf jeden Fall noch einmal. Okay, lockern. Schauen wir mal, ob noch einmal ist. Einmal noch. Okay.
Jetzt gib noch mal alles. Okay, lockern. Alles gut? Allerletztes Mal. Aber jetzt haben wir dann die 8. Dann kommt ein neuer Schritt. Denk dran, dein Atem fließt. Wir haben nur noch 2 Sekunden. Pause. Super. Geh am Platz. 2 Minuten. Fußspitzen nach außen. Schau mal rechts. Mach einen Schritt raus, rein. Raus, rein. Beug wirklich bewusst die Arme dazu nehmen. Wechseln. Außen, innen. Wechseln, nochmal. Außen, innen, immer weiter. Jetzt. Und dann wechseln. Links, 4, 3. Wechseln, nur 2-mal. 2. Wechseln. Wechseln. Einmal, versuch's. Einmal, einmal. Und wenn du Lust hast, kannst du in der Mitte Cha-Cha-Cha machen. Wechselschritt. Dam-Dam-Dam. Rhythmusvariationen trainieren auch unser Gehirn. Noch 30 Sekunden. Komm. Okay. Pause. Nächster Teil. Fußspitzen bleiben hier. Entweder tippst du oder springst. Leise landen, Fußspitzen nach außen. Kannst auch die Arme mit vornehmen. Pause, wie du willst. Entweder tap oder jump. Okay, 2. Runde. Tabata-Teil. Oder die Arme so. Feste Mitte. Okay. Pause. Immer noch. Gib alles. Pause. Jetzt. Sekunden nach. Pause. Puls runterlassen zwischendurch. Okay.
8 Sekunden. Weiter atmen. Und durchatmen. Nochmal. Komm, halte durch. Schaffen wir. Bereit? Los geht's. Pause. Wirklich immer Nase ein, Mund ausatmen. Nächste Runde, Ausdauer, ein Schritt, rechts, links. Und dann nimmst du die Ferse jetzt hoch. Hinten hoch, richtig großen Schritt zur Seite. Arme gehen mit. Jetzt mal doppelt, doppelt, doppelt und nochmal einzeln. Doppelt, einzeln, doppelt, klappt, einzeln, weitermachen, doppelt. Doppelt, einzeln, da bleibst du jetzt mal, 4, 3, 2, doppelt und dann verkürzen wir nochmal, einzeln, doppelt, einzeln, doppelt, einzeln, doppelt, gut, doppelt und vielleicht bleibst du bei dem Doppelten in der Luft, schau mal. Endspurt, 20 Sekunden. Beim nächsten gehen wir nach unten. Okay, 20 Sekunden. Komm auf deine Hände, die sind unter deinen Schultern. Beine lang, Po fest und jetzt ziehst du rechts und links dein Knie rein. Du kannst auch ein bisschen schneller sein. Mach das, wie du willst. Kurz Pause. Zweite Runde gleich. Bereit? Nach vorne. Los geht's. Stabilisation. Bauchmuskeln, Stützkraft, wenn es gar nicht geht, geh auf deine Unterarme runter. Eine Linie Oberkörper, Oberschenkel. Dritte. Kopf in Verlängerung,
der Wirbelsäule. Wir haben noch ein bisschen, oder? Okay, vierte. Und wenn du möchtest, ziehst du jetzt dein Knie nach diagonal zum gegenüberliegenden Ellbogen. Probier es aus. Über Kreuz. Atmen. Locken. Nach vorne. Zwei noch, oder? Ich glaube schon. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Und wenn es noch geht, einmal noch. Okay. Fünf Sekunden. Pause. Locker dich aus. Ich glaube, jetzt kommt unser nächster Cardio-Teil. Genau, komm nach oben und mach erstmal einen Schritt. Ist dir auch warm? Rechts, links. Locker ruhig aus. Zweimal. Zweimal. Ein Schritt, einer, zwei, einer, zwei, einer, tief hoch, zwei, einer, zwei. Einer. Warte, jetzt. Jetzt, bleib hier. Einer. Bleib kurz da. Zwei Schritte. Einer. Zwei. Einer. Gut. Zwei. Probier's. Einer. Zwei. Einer. 20 Sekunden nur noch. Dann kommt unser letzter Tabata-Teil. Mach nur weiter so. Sehr gut. Okay. Jetzt bleib hier. Weiter in Bewegung. Bleib weiter. Bist du bereit?
eine Runde. Alles von vorne. Ein Tabata. Hin, hin. Okay, du darfst jetzt gerne springen. Und da wieder alles geben. Komm, komm, komm. 10 Sekunden Pause. Und 20 Sekunden. Kannst auch die Arme daher nehmen. Mit oder ohne Sprung. Oder so. Los geht's. Gleich haben wir es. 8-mal wieder das Ganze. 9. Gang. Alle Kräfte sammeln. Bereit? Okay. Bisschen. Nochmal. Komm. Der Atem fließt. Du darfst alle Kräfte sammeln. 5 Sekunden. Unsere letzte Tabata-Einheit. Versprochen. Geht noch. Los geht's. Geschafft. Ganz locker weiter bewegen. Bleib in Bewegung. Mach den Schritt einfach weiter. Fleißig. Schau mal. Langsam. Rechts, links abrollen. Arme, Schulter nimmst du mit, lass sie nach hinten kreisen. Enger werden.
ganz locker. Tipp nach vorne, einmal rechts zurück, links zurück. Mach nur weiter. Sehr fleißig. Gehirn atmen ein, atmen aus, ein und aus, zwei noch. Letztes Mal. Jetzt komm in die Grätsche und tauche hier ein, nach vorne und roll dich nochmal nach oben auf. Ganz genüsslich. Nochmal Brustbein taucht, nach vorne. Genüsslich aufrollen. Nochmal eintauchen. Aufrollen. Letztes Mal genauso. Eintauchen. Aufrollen. Linke Ferse heben und dreh dich nach rechts. Hier rum. Feder ganz sanft mit dem Becken tief. Ferse schiebt zurück. Dehnst den Hüftbeuger, Oberschenkel. Halten. Nach vorne kommen, Fußspitze anziehen. Ganz gerade Rücken, Schultern zurück, Knie strecken. Etage tiefer. Komm hoch, andere Seite. Ist dir auch so warm? Rechte Ferse heben, dreh dich. Federn ganz sanft. Halten. Nach vorne kommen. Fußspitze anziehen, Knie strecken. Ganz gerade Rücken, tiefer, Etage tiefer, und nach oben kommen, locker lassen, Schultern ganz entspannt zurück, Hände hinten fassen, nach oben ziehen, Brustbein heben und vielleicht noch ein Stück höher. Atme ein, lang ziehen, atme aus und nochmal ein. Streck dich hier, zieh dich ganz lang, räkel dich. Öffne die Arme. Und entspann dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich natürlich, dass du dabei warst. Sehr schön. Vielleicht hast du Lust, noch jemanden einzuladen, sich mitzubewegen. Wenn du möchtest und es dir gefallen hat, drück Gefällt mir. Hinterlass einen netten Kommentar und vielleicht hast du auch Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke. Den Link findest du unter dem Video in den Beschreibungen. Da heißt es Deine Unterstützung. Klick einfach drauf und da kannst du mich mit monatlich, was es dir wert ist, unterstützen. Vielleicht 5 Euro, 10 Euro, 20. Was du möchtest, du kannst es auch jederzeit verändern. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du weiterhin dabei bist. Schau auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es alle Videos in den Playlists nach Themen geordnet. Oder wir sehen uns ganz einfach so beim nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.